Willkommen zurück. Für dieses Video solltest du bereits den Mittelwertsatz der Integralrechnung kennen. Und dein Ziel für dieses Video ist es, den durchschnittlichen oder auch den mittleren Funktionswert einer Funktion zu ermitteln. Und dafür haben wir im nächsten Fenster des Arbeitsblattes folgende Definition. Der lineare Mittelwert m einer Funktion f im Intervall a bis b ist m ist gleich 1 durch b minus a mal dem bestimmten Integral von f von x im Intervall a bis b. Hier steht noch weiters, gleich auf der rechten Seite, m ist der durchschnittliche Funktionswert von f im Intervall a bis b. Also durchschnittliche oder der mittlere Funktionswert. Diese Formel kann man sich, wenn du zurückdenkst an unser letztes Video, ganz schnell selbst herleiten. Im letzten Video haben wir erkannt, dass wenn wir den mittleren, also den durchschnittlichen Funktionswert gefunden haben, hier in dem Fall f von s, dann gilt der Zusammenhang, dass die rot schraffierte Fläche, also f von s mal b minus a, gleich dem bestimmten Integral von f von x im Intervall a bis b ist. Das heißt, wir haben erkannt, die rot schraffierte Fläche und die blau schraffierte Fläche sind gleich groß. Nun, wenn wir diese Gleichung hier hernehmen und einfach durch b minus a dividieren, dann erhalten wir genau die Gleichung von links oben. Das heißt, eine Formel für den linearen Mittelwert m. Das war's für dieses Video und im nächsten Video geht es mit dem Arbeitsblatt weiter.